Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, ganz egal, wo ihr auch immer dazuschaut, ihr seid wieder bei Steinzeit gelandet und das ist auch gut so. Ich freue mich, dass wir so vieles Feedback bekommen, dass ihr unsere Arbeit schätzt und es gibt uns auch Tinte auf den Füller. Also es macht wirklich Spaß und ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, nochmal ein Gespräch zu führen mit dem freien Autor und dem Ingenieur, dem Peter Denk. Und ich sage Hallo Peter, grüß dich. Hallo Robert, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, es ist wirklich toll. Ich habe das Gespräch beim letzten Mal auch sehr genossen und wir haben auch gutes Feedback bekommen, deine ruhige und sachliche und doch so kompetente Art haben es irgendwie den Leuten ermöglicht, die Sachen auch wirklich zu durchsteigen, so die Themen. Also danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, nochmal an dein Wissen anzudocken. Und ich schaue mal, was ich dir alles so rauslocken kann heute. Ja? Also ich habe es im Eingang gerade gesagt, du bist eigentlich Ingenieur und Autor. Ich darf heute mit dir über eins deiner Lieblingsthemen sprechen. Und zwar bist du quasi aus dem Schwerefeld der Erde erstmal ausgetreten und hast dich auf Suche gemacht nach gewissen Spuren, Artefakten, die nicht nur auf der Erde zu finden seien. Und das ist im ersten Moment dann für viele Leute dann schon ein Problem, weil außerhalb der Erde, da ist ja alles nur leere Staubkugeln und leere Himmelskörper. Wenn ich jetzt aber deinen Forschungen oder vielmehr den Erkenntnissen, die du gefunden hast, nachgehe, ist das wohl gar nicht so. Also Stichwort Breakaway Civilization. Ja? Ja. Wie bist du da zum ersten Mal drauf gekommen und wie waren deine ersten Gedanken, wo du gemerkt hast, uiuiui, da ist ja wirklich Pfeffer dahinter? Ja, also interessieren tut mich das eigentlich praktisch seit dem Jugendalter, insbesondere Mars. Und das Erste, was da wirklich kam, war das sogenannte Marsgesicht. Das ist ja das, was auch in diversen Büchern damals groß gebracht wurde und die Pyramiden, die dann da gezeigt wurden. Damals habe ich Feuer gefangen dafür. Ja. Interessanterweise ist es aber so, dass ich jetzt sozusagen auch als Buchautor auf dieses Thema bin und in Vorträgen und bei dir, das ist irgendwie vor 2 Jahren losgegangen durch Zufälle, dass ich beim Kongress auf einmal eine Vertretung machen musste, wo dieses Thema einfach gut gepasst hat. Ja. Ja, und daher habe ich das natürlich deutlich intensiviert. Ich kann es gerade selber nicht sagen. Genau. Intensiviert, oder? Intensiviert, genau. Jetzt, okay. Und mal genauer nachgeschaut, wo stehen wir denn jetzt hier eigentlich bei der Sache und bin dann eben auf die aktuellen Mars-Sondenaufnahmen gestoßen, über die wir ja das letzte Mal auch gesprochen haben. Das natürlich weitergegangen ist, insbesondere die Sonde Curiosity, die ja auf dem Mars entlang fährt und mittlerweile über 30 Kilometer zurück. So groß genau, ein VW-Bus, gell? Genau. So, die sendet unablässig Bilder und es gibt unablässig wirklich neue Dinge, die einfach fotografiert. Ja, wir hatten darüber gesprochen, es sind jede Menge Pyramiden da, wir reden über Dutzende von Pyramiden, wir reden über Pyramiden, 3 Stück in einer Reihe, die auch noch so angeordnet sind wie die auf Gizeh. Ja, wir reden aber auch über eine ganze Reihe von wirklich technischen Dingen, wo man ganz klar Rohrleitungen sieht, wo man ganz klar sieht, das ist kein Stein, das kann kein Stein sein. Und jeder, der die Bilder sieht, behauptet das üblicherweise auch nicht mehr. Weil ich habe ganz gute Kontakte zur Europäischen Weltraumorganisation, ich habe das da auch Leuten vorgelegt, die sagen auch nicht, das sind Steine. Aber natürlich haben die ein großes Problem damit. Die haben natürlich gewisse Verbote, die wissen das auch, was die da sehen. Die haben ja noch keinen Rover auf dem Mars, aber die haben natürlich einen Orbiter und der macht tolle Fotos. Und da sieht man auch vom Orbit eine Reihe von Strukturen, wo man jetzt auch nicht zwingend sagen kann, gleich, das ist eine Stadt, aber es ist zumindest ein Verdacht da. Und die bringen das teilweise auf ihrer Titelseite von der Webseite, das Foto, und erklären dann unten haarklein alles möglich, nur nicht diese Strukturen. Das ist wahrscheinlich dann deren Versuch, was zu zeigen, was eigentlich nicht sein kann. Ne? Aber sagen dürfen sie darüber natürlich nichts, das ist relativ klar. Ja. Aber wissen tun die das und bei der NASA natürlich auch. Ja. Und dadurch, dass es so viele Bilder sind mittlerweile, wird auch kaum noch versucht, das wirklich dann, was man vorher gemacht hat bei Mondbildern, dass man dann versucht hat, es unscharf zu machen, teilweise relativ schlecht gemacht. Das hat man genau sehen können, okay, da wurde was verborgen, aber man hat es halt nicht mehr erkennen können. Ja. Das wird heute auch noch gemacht, ab und zu, aber einfach selten, weil es ist von der Menge her sehr schwierig zu leisten. Und ich habe mittlerweile auch den sehr starken Verdacht, dass das auch gar nicht gewollt ist, sondern dass das ein erster Beginn ist, gewisse Dinge
wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm, ja. Du meinst so Limited Hangout? Ja. Genau, das ist jetzt auf den NASA-Servern. Es gibt Foren und Facebook-Gruppen, die das publizieren. Dann kommt mal, das war auch gewesen, auf N24 kommt man eine Meldung. Da sieht man eines der Bilder mit einer perfekten Pyramide. Und dann schreiben sie natürlich wieder drunter, ja, aber das ist bestimmt eine Verschwörungstheorie, kommt natürlich wieder dieser Begriff, dass das künstlich wäre, das wäre natürlich, wobei jeder sehen kann, das ist wahrscheinlich eher nicht natürlichen Ursprungs. Was sie natürlich nicht schreiben, dass es nicht nur diese eine Pyramide gibt, sondern eben viele. Ja, und dann wird es dann ganz schwierig mit der natürlichen Entstehung, aber auch das kommt dann mal in N24, dann verschwindet es wieder, ja. Und das scheint mir schon so zu sein, als will man die Menschen schon irgendwo ranführen. Mhm. Genauso wie dann vor anderthalb Jahren die Nachricht, dass das flüssige Wasser auf dem Mars jetzt gefunden wurde. Das war schon lange klar. Man zeigt jetzt auch immer mehr Bilder, wo man den echten Farben sieht. Also die meisten Marsfotos von den Sonden sind ja erstmal so ockergelb oder so rot-rötlich. Mhm. Ja, wenn man sich die Spezifikation der Sonde anschaut, dann sieht man, dass bei der Kamera so ein Rad davor ist mit Filtern. Na, das kann man ganz offiziell auf der GPL-Seite, wenn man sich die Daten der Größe der Sonde anschaut, sieht man das. Mhm. Ja, der JPL, das ist das Jet Propulsion Laboratory. Genau, die diese Sonden üblicherweise bauen für die NASA. Ja. Und interessanterweise, ein guter Freund bei der ESA, der war am meisten erstaunt über den Himmel. Ja, weil er hatte immer die anderen Bilder gesehen. Ja. So leicht rötlich einfach. Genau, so. Aber das ist der Filter und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von offiziellen NASA-Bildern, wo einfach auch mal die Filter weggeschaltet wurden, wo die Echtfarben sind und dann sieht man schon, und das muss man dann auch zugeben, das sieht erstmal aus wie auf der Erde teilweise. Der Himmel ist nicht so tiefblau, aber er hat eine leichte hellblaue Farbe. Ja. Und da wirkt der Mars erstmal überhaupt nicht mehr so unwirtlich, wie man ihn uns immer darstellt. Okay. Ja. Und gut, warum macht man das? Das ist eine gute Frage. Sobald man selbst versucht, Artefakte zu suchen, dann weiß man sehr schnell, warum die das machen. Weil diese Filter, Ockerfilter oder Rotfilter erschwert die Suche von ungewöhnlichen Dingen sehr, sehr stark. Zum Beispiel, was Metallisches ist. Wenn die Normalfarben da sind, dann glänzt das, dann sieht man das sofort. Auch wenn das sehr klein ist, man sehr stark reinzoomen muss. Wenn da ein Rotfilter drüber ist, sieht das erstmal aus wie ein Stein. Mhm. Und da muss man wirklich dann detailliert durchzoomen. Also es erschwert das Leben der Artefaktsucher massiv. Mhm. Mhm. Na, und ein Schelm ist, wer daran denkt, dass das vielleicht der Grund sein könnte. Also was mir beim Thema Mars einfällt, ist, dass ich in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr viele Filme gesehen habe, die quasi eine Mars-Kolonisierung oder eine Mars-Mission plausibel machen. Da war zum Beispiel der Martian mit Matt Damon. Das war, glaube ich, schon 2015 oder so war der. Sehr gut gemacht, im Stile von Stanley Kubrick im Kino, also auf 3D. Ich habe ihn zweimal angeschaut, weil ich das liebe, diese Weltraumgeschichten. Da gibt es so eine ganz lange Sequenz, wie quasi aus dem Orbit heruntergefilmt wird. Und ich denke, ich habe auch den Mount Olympus entdeckt, diesen 25 Kilometer hohen Vulkan, den größten Berg in unserem Sonnensystem. Also gigantische Bilder, die Geschichte, Heldenreise und so weiter. Zwar ein bisschen der Plot, ein bisschen abenteuerlich, aber ganz großes Kino, vor allem am Schluss, wie dann die Astronauten gezeigt werden, die dann im Astronautenchor so sind, wie sie jetzt dahin wollen und alle drauf arbeiten. Und dann habe ich gerade erst letzte Woche einen Film gesehen, der heißt The Space Between Us. Okay. Mit Gary Oldman. Mhm. Da geht es um eine Weltraum-, eine Mars-Mission, wo die Kommandantin beim Abflug schon schwanger ist und dann kurz nach der Landung da oben ein Kind bekommt, das dann aber vertuscht wird und der kleine, der Junge dann groß wird und auf dem Mars oben quasi dann zur Erde zurück möchte irgendwo. Und also das ist so eine Story, auch Hanebüchen und die Story, aber auch da kommt wieder so ein unterschwelliger Ton durch, dass also die NASA jetzt dran ist und der Mars und alles wird in die Richtung getan, dass wir da bald hochfliegen. Mhm. Wie schätzt du diese Propagandakampagne ein von der NASA? Wollen die uns jetzt davon abhalten oder so wie bei Apollo auch wieder eine falsche Geschichte erzählen? Was ist dein Eindruck? Also, dass sie uns eine völlig wahre Geschichte erzählen, das glaube ich eher nicht. Aber das spielt zusammen. Also erstmal leben wir momentan sowieso in einer Zeit, wo extrem viel irgendwie hochkommt an Informationen. Mhm. Und natürlich kann man versuchen, vieles zu unterdrücken, aber manches geht auch nicht mehr. Und bevor ich es dann gar nicht mehr unterdrücken kann, versuche ich natürlich irgendwie selbst, das wieder in die Hand zu kriegen und zu steuern. Also die Kontrolle über den Informationsfluss. Genau. Deswegen, das passt eigentlich gut zu diesen Bildern, die jetzt da auf den NASA-Servern sind.
der Mars an sich ist bei der Menschheit schon immer eigentlich der interessanteste Planet gewesen. Der Mond ist natürlich noch näher, aber wenn man mal die Bücher, die Filme, auch schon seit langer Zeit, oder die Zeitungsberichte, da kommt erstmal der Mars und dann kommt lange, lange nichts und dann kommen die anderen Planeten. Ja. Das ging ja schon los mit den Marskanälen, die man, das ist auch schon 100 Jahre her jetzt, glaube ich, mit Teleskopen meinte zu sehen. Dann war das ja auch schon mal ein Medienhype. Dann sagt man, okay, die gab es nicht. Aber schon damals hat man ja so geglaubt, da könnten vielleicht sogar Lebewesen sein. Ja. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun. Und das zeigt uns jetzt eigentlich auch die Mars-Sonde Curiosity mit ihren Bildern. Die Menschheit hat eine Verbindung zu dem Mars, eine geschichtliche. Weil wenn es hier Pyramiden gibt, wenn es dort Pyramiden gibt, wenn es andere ägyptische Symbole, wir hatten das letzte Mal über das Henkelkreuz gesprochen, das man auch auf Curiosity auf dem Mars fotografiert hat, das zeigt, das gibt es eine Verbindung. Und das ganz tiefe Menschheitsgedächtnis ist das abgespeichert, auch wenn die offizielle Geschichtsschreibung das natürlich alles ins Reich der Fabeln erstmal weist. Aber ich denke, auch da wird man wahrscheinlich demnächst etwas sich öffnen müssen. Ja? Ägyptologie, da wehrt man sich ja mit Händen und Füßen gegen jede neue Erkenntnis. Aber auch das bricht langsam ein und da ist auch irgendwo die Connection da. Ja? Und wenn man natürlich dann mal in wirklich alte Bücher schaut oder mit Quellen redet, die halt sich erinnern können oder die hellsichtig sind, dann kommt das auch ganz klar raus, dass es natürlich früher eine Verbindung zwischen Mars und Erde gab, dass es dann einen regen Austausch gab, dass irgendwann auf dem Mars diese Riesenkatastrophe passiert ist, die ja auch von der Wissenschaft mittlerweile nicht geleugnet wird. Das ist ja völlig klar, wenn man sich einfach das anschaut, da gab es Meere, da gab es Flüsse. Und wenn es das alles gab, dann gab es wahrscheinlich auch eine Vegetation. Und irgendwann gab es eine Großkatastrophe auf dem Mars und da hat er einen Großteil der Atmosphäre und des Wassers verloren. Und seitdem sieht er so aus wie jetzt. Und das ist auch gar nicht falsch. Die Frage ist nur, wann ist es passiert? Die Wissenschaft geht davon aus, dass das über 1 Million Jahre her ist. Ja? Andere Quellen sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Spannend, was heißt gar nicht so lange? Ein paar tausend Jahre. Okay. Ja? Und dann ist es natürlich durchaus möglich, wenn es dann da eine Zivilisation gegeben hat, weil wenn die Millionen Jahre alt ist, dann müssten die meisten Artefakte natürlich irgendwie verwittert sein. Dann dürftest du da kaum noch was finden. Aber wenn wir natürlich von 10.000 Jahren reden, dann ist das was anderes. Ja, weil so alt ist die Sphinx ja auch mindestens. Das offizielle Alter ist ja, hat ja ein Geologe ziemlich gut nachgewiesen, kann so nicht stimmen, weil die Erosionsspuren von Regen hat, den es aber in der Zeit, wo die angeblich erbaut wurde, nicht gegeben hat, sondern nur viel, viel früher. Ja, also 10.000 Jahre übersteht so ein Artefakt sehr gut. Ja, und wenn man dann mal schaut, es gibt ja einen Wissenschaftler, der meint, Beweise gefunden zu haben, dass es in dieser Zeit auf dem Mars eine Reihe von Nuklearexplosionen gegeben hat. Ja, und das würde dann sehr gut zu anderen Quellen passen, die sagen, ja gut, da gab es eine Zivilisation und die hat sich ja selbst in die Luft gesprengt. Ja, und vielleicht auch deswegen die Verbindung, weil wir stehen ja momentan auch an so einem Stand, wo es in die eine Richtung gehen kann, wie damals auf dem Mars, oder wir sind halt schlauer hoffentlich und gehen in eine andere Richtung. Aber an der Stufe sind wir momentan auch. Wobei die Wahrscheinlichkeit in die eine Richtung durch Mr. Trump jetzt größer geworden ist, wenn ich seine verbalen Äußerungen sehe. Der Gefahrenmacher habe ich gerade bei Spiegel Online gestern gelesen. Also Trump ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, ich will es ja auch gar nicht aufmachen. Aber nur ganz kurz. Also wer wirklich diese momentan also lautstarken Ausrufe von ihm und auch von dem Herrn Kim Jong-un. Also erstmal gibt es den Spruch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Das ist ganz entscheidend. Und man muss schauen, was China macht, um zu verstehen, was da wirklich passiert. Und was China macht und welche Sanktionen sie tragen und was sie gesagt haben, wer wen denn angreift, was sie dann machen werden. Und dann kommt man ein bisschen hinten drauf. Auch in dieser Nordkorea-Geschichte ist wenig so, wie man uns das erzählt. Nichtsdestotrotz ist das brandgefährlich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, da hören wir jetzt auch auf an der Stelle. Da kommen wir zu weit ab. Ja. Aber man muss bei diesen ganzen Dingen erst recht alles, was in den Massenmedien mal so plakativ gesagt wird, erst mal grundsätzlich hinterfragen. Ja, ja. Weil meistens ist ein Spin dahinter. Ja. Ja? Der uns in eine gewisse Richtung bringen will. Ja. Ja, ja, ja. Aber deswegen ist diese Geschichte natürlich nicht harmlos. Und es gibt verschiedene Ecken, wo wir natürlich immer Gefahr gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten und auch momentan,
natürlich was zu entfesseln, was wir nicht mehr stoppen können. Mhm, was dann die Menschheit größtenteils vernichten würde. Mhm. Und auf dem Mars ist das wohl schon mal passiert. Und deswegen ist das ist tief, wie gesagt, in den Menschen drin, im Unterbewusstsein. Das kriegen auch irgendwelche Medien nicht raus. Und deswegen gibt es eine Resonanz. Und ich denke, das ist ein Grund, warum der Mars so fasziniert. Mhm. Und dann kommen natürlich auch wieder Filme, die letztendlich da hinzeigen. Aber natürlich ist der Mars auch, sagen wir mal, von der Atmosphäre und von den Temperaturen der erdähnlichste Planet im Sonnensystem. Mhm. Das kommt natürlich auch dazu. Fasziniert uns ja seit Jahrhunderten. Genau. Also, was mich jetzt gerade umtreibt ist, oder was heißt nicht jetzt seit jetzt, sondern auch nach unserem letzten Gespräch, ich habe mir unser Interview natürlich nochmal angeschaut, weil es immer entspannender ist, das Ganze zu sehen, ohne jetzt als Interviewer da zu sitzen. Ja. Ich höre zu und stelle ja schon die nächste Frage. Genau. Also kriege ich ehrlicherweise nicht immer jede Antwort zu 100% mit, weil ich schon mich auf das Nächste konzentriere. Und dann höre ich manchmal Sachen in einem Interview, das ich dann zu Hause anschaue, höre ich Sachen, echt, hat er das gesagt? Das habe ich so gar nicht mitgekriegt. Ja, also sehr entspannend für mich dann, das mache ich, mache ich immer. Und da ist mir dann eben auch bewusst geworden für mich selber, dass obwohl ich Weltraumfan bin, Science-Fiction liebe, an Außerirdische glaube oder die Wahrscheinlichkeit für sehr plausibel halte und so weiter, ich trotzdem immer noch so einen kleinen Skeptiker in mir drin habe, der so ein bisschen so, Mars-Zivilisation und Bilder vom Mars und so, wieso haben wir da immer noch so eine Scheu davor, obwohl ich eigentlich Fan von diesem Thema bin, dass wir sagen, naja, das kann aber auch ein Stein sein und das Marsgesicht, ich weiß nicht. Also warum ist das so? Was glaubst du? Ja, na gut, natürlich gibt es eine Medienmaschine und auch eine Wissenschaftsmaschine, die uns natürlich einredet, dass das alles gar nicht sein kann, dass da jemand mal gelebt hat. Mhm. Und das hat natürlich Wirkung. Und diese Leute, die das machen, das sind keine Anfänger, was Psychologie betrifft. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist ein anderes Thema. Und es ist aber auch sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Wenn wir jetzt mal den Mars verlassen und einfach mal das Thema Außerirdische ganz pauschal nehmen oder UFOs, ja, dann sind wir hier in Deutschland und Teilen von Mitteleuropa wirklich im Tal der Ahnungslosen. Weil einfach, dunklen Tal der Ahnungslosen. Ja, weil es eine ganze Reihe von Ländern gibt, wie Russland und in Südamerika und die Schweiz, die einfach auch schon die militärischen UFO-Akten veröffentlicht haben. Wo wir jetzt ja so Leute wie Norbert Fleischer hier dran sind, dass das endlich ja auch mal passiert. Hat jetzt den Herrn Schulz da irgendwie abgerungen, dass er das machen will, aber der wird halt nicht Kanzler werden. Aber da ist das halt schon passiert und dann sieht man halt dort schon mal, es gibt Militäraufzeichnungen, da wurden Abfangjäger hochgeschickt, da gibt es Radaraufzeichnungen, da gibt es militärische Fotos. Das ist natürlich mal ein ganz anderes Niveau, wo man sagen kann, okay, Militär macht normalerweise keine Witze. Ja, deswegen ist da die Existenz von UFOs schon auf einem ganz anderen Akzeptanzstatus als hier. Mhm. Nochmal anders ist das in Südamerika, wo im Endeffekt dadurch, dass da wohl einige unterirdische Basen sind, sehr viele rumfliegen. Da gibt es eigene Fernsehsendungen dafür, die fliegen dann da lang, dann winken die Kinder, dann blinken die zurück. Also in Mexiko oder so, da braucht man nicht mehr nach UFOs fragen. Das ist für die eine Alltäglichkeit. Mhm. Deswegen ist es regional sehr, sehr unterschiedlich. Und hier in Deutschland ist dieses Thema aber ganz extrem immer noch in dieser Ecke Unsinn, Quatsch, kann gar nicht sein. Mhm. Ja? Und allein, wie gesagt, wenn man sich amerikanische oder südamerikanische Fernsehsendungen anschaut, dann wird man staunen. Mhm. Man kann eins machen und das ist interessant. Ich bin ja nun wirklich ein Massenmedienkritiker, aber es gibt den Kanal N24. Mhm. Und der hat auch einen Doku-Kanal. Und da kommen häufig englische oder amerikanische Dokumentationen, die einfach sozusagen übersetzt wurden, aber ansonsten unverändert da gesendet werden. Und da fällt einem manchmal wirklich die Kinnlade runter, was da ganz offiziell erzählt wird. Mhm. Und auch ohne kritischen Unterton. Ja. Ja. Ist mir in letzter Zeit öfters aufgefallen. Genau. Auch, ja. Ja, wo in einer deutschen Dokumentation, das käme nie und nimmer. Ja, also da reden wir dann auch über Antigravitationstechnologien im Nazireich und so Sachen, was hier ein völliges No-Go-Thema ist. Ja. Das wird da ganz offen erzählt und auch die Hinweise werden vorgestellt, warum das da ist und die Akten, wo das drinsteht und so weiter. Ja. Interessante Sache ist aber jetzt auch, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück, es passiert gerade was. Es gibt momentan eine Reihe von Akten, die veröffentlicht worden sind. Wir haben vorhin von Kennedy, das ist auch bekannt, das CIA, hat neue Akten veröffentlicht, FBI hat neue Akten veröffentlicht und die kann man wirklich
sich anschauen auf den Servern von dort. Also das sind keine Akten, die über irgendwelche obskuren Quellen irgendwo rausgeschmuggelt wurden, wo man dann sagen könnte, ja, die sind gefälscht. Nein, ich kann also von dem FBI-Server mir Akten runterladen aus den 50er Jahren und da steht, das sind die X-Akten. Von der Seite, es gibt ja die Serie Akte X, wo viel Wahrheit drin ist. Mhm. Und natürlich hatte FBI damals Leute, die sich um diese Themen gekümmert haben. Und das wurde in Akten festgehalten. Und da steht ganz knallhart drin, welche Außerirdischen hier sind, was die wollen und. Mhm. Und das sind in Akten, die ich vom FBI-Server runterladen kann. Ja? Genauso dasselbe bei der CIA. Remote Viewing ist vielleicht ein Thema, was hier schon mal besprochen wurde. Fernwahrnehmung. Ja, also ja, ein erlernbares, gesteuertes Hellsehen. Remote Viewing. Genau. Ja. Das ist von der CIA gemacht worden in den 80er Jahren. Das ist auch bekannt von Leuten, die das da gemacht haben und später dann das berichtet haben. Und also ist eine valide Technik, ja, die auch jetzt von Leuten gemacht wird. Und interessant ist, bei der CIA kann man sich dann auch eine Originalakte runterladen, dass man in den 80er Jahren eine Remote-Viewing-Session auf dem Mars gemacht hat, nämlich genau in der Sidonia-Region mit den Pyramiden-Artefakten, und dem Mars-Gesicht. Mit dem Mars-Gesicht, ja. Allerdings in der Zeit deutlich zurück, um zu gucken, wer damals die gebaut hat. Das beweist also, und wie gesagt, dieses Dokument kann man sich von der CIA direkt runterladen. Es ist also definitiv von der CIA. Jetzt kann natürlich die CIA lügen, aber das ist eine andere Geschichte. Die lügt natürlich ständig, aber in dem Fall, warum soll sie sich da selbst Schwierigkeiten machen? Mhm. Und da steht aber drin, dass man diese Session gemacht hat, was dabei rausgekommen ist. Man hat die damaligen Bewohner eben beobachtet. Das kann man sehr gut machen mit Remote Viewing. Ja. Und so kommen jetzt an allen möglichen Stellen ganz offiziell wirklich Dinge hoch, die es eigentlich nicht geben kann. Wo aber jetzt keiner sagen kann, Moment mal, das hat irgendeiner gesagt, der lügt doch oder das ist ein Spinner. Mhm. Das sind Akten, das sind offizielle Akten. Die Quelle ist klar, die Quelle ist immer wichtig. Wo kommt der Akt her oder die Akte her? In dem Fall ist es nachweislich der FBI-Server, der CIA-Server. Das kann man bei der NASA mit den Bildern. Mhm. Ja? Dann kann sie nicht ein Dritter gefälscht haben. Dann kann sie natürlich die Behörde gefälscht haben. Das ist keine Frage. Na, und interessanterweise, weil es jetzt ganz gut passt, es kommen natürlich auch etwas ungewollte Sachen hoch. Es gab ja diese WikiLeaks-Geschichte mit den Clinton-E-Mails, ja, im Vorfeld von der Trump-Wahl, ja, wo ja da ein Riesenbohai gemacht wurde. Man kann die auf WikiLeaks jederzeit sich anschauen und durchsuchen. Das ist ein unglaublich breites Material. Und da kriegt man eigentlich mit, worüber die Clinton und aber nicht nur die, sondern auch ihr Wahlkampfmanager Podesta so mit allen möglichen Leuten sich halt ausgetauscht hat per E-Mail. Wichtig ist zu wissen, wird natürlich in den Massenmedien sehr klein gehalten, ist natürlich ganz schlimm, dass die öffentlich sind, aber es hat nie einer gesagt, die wären gefälscht, auch nicht Clinton. Diese Mails sind authentisch. Ja? Mhm. Und dann gibt es dann da interessante Sachen, ich lese dir das mal jetzt vor. Weil dann hat der Wahlkampfmanager John Podesta mit dem ehemaligen Apollo-Astronauten Edgar Mitchell. Apollo 14. Genau. Ja. Der hat ihm dann geschrieben, also der Mitchell hat dem John Podesta geschrieben, lieber John, weil das Krieg der Sterne-Rennen Fahrt aufnimmt, denke ich, dass du dir über einige Faktoren im Klaren sein solltest, wie wir sie in unserem Skype-Gespräch geplant haben. Erinnere dich, dass unsere gewaltlosen ETs von dem benachbarten Universum uns helfen, die Nullpunktenergie auf die Erde zu bringen. Sie werden keine Form militärischer Gewalt auf der Erde oder im All tolerieren. Das heißt, er schreibt eine Mail und da geht es nicht darum, das könnte sein oder so. Der schreibt so, als hätten sie wahrscheinlich in Skype ausführlich darüber gesprochen und es würde überhaupt gar keinen Zweifel geben, als gibt es einen Krieg der Sterne rennen und es gibt Nullpunktenergie und es gibt auch die gewaltlosen ETs. Ja, das heißt, die wissen ganz genau Bescheid. Ja, ja. Und durch diese WikiLeaks-Geschichte ist jetzt auch wieder ein Dokument einfach nach oben gekommen, was eben von diesen Leuten kommen, die eben erstmal nicht als Verschwörungstheoretiker betitelt werden können, die das auch offiziell natürlich groß von sich weisen würden, dass sie darüber gesprochen haben. Aber diese Mails sind authentisch. Ja. Und so kommen momentan immer mehr Puzzlesteilchen, auch wirklich von ganz offiziellen Quellen raus, die einfach zeigen, dass es hinter dem, was man uns erzählt, noch eine andere Wahrheit geben muss, über die eine
kleine, das weiß sicherlich nicht jeder in der Regierung, da bin ich mir auch ganz sicher, und das weiß auch nicht jeder in der NASA. Das sind dort auch wieder kleinere Gruppen, die da vollständig Bescheid wissen. Dass es aber einfach eine zweite Wahrheit gibt. Und darüber ist jetzt dann, wie soll ich sagen, in den letzten anderthalb Jahren unglaublich viel hochgekommen durch sogenannte Whistleblower. Mhm. Ja, da gibt es jetzt Bücher drüber und da wird auch in meinem neuen Buch, das im Herbst kommen wird, einiges drüber drinstehen. Da kommen Geschichten erstmal bei raus. Wenn das alles stimmen würde, sind wir eigentlich 300 Jahre weiter in der Entwicklung, als uns offiziell erzählt wird. Dann sind wir wirklich auf einem Stand, wie es ein Raumschiff Enterprise eigentlich, uns darstellt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt jetzt bei diesen Whistleblowern natürlich zwei Kategorien von Leuten. Die einen sagen, ja, die lügen alle, das muss alles Quatsch sein, das muss gelogen sein. Leider sind da auch durchaus bekannte UFO-Forscher dabei, die das einfach nicht annehmen wollen, ja, weil das so weit drüber hinausgeht, was sie jetzt bis jetzt gemacht haben. Obwohl sie eigentlich schon obwohl sie auch eigentlich in die gleiche in dem Richtung Thema denken. Drin sind. Ja, ja, okay. Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Leute, die alles eins zu eins hundertprozentig glauben, was diese Leute sagen. Das kann man natürlich auch nicht machen. Ja, die müssen gar nicht selbstbewusst lügen, aber in diesen Berichten kommt raus, dass die meisten sehr stark Mind-Control-Prozeduren unterzogen wurden, um die Erinnerung zu löschen. Und man kann wohl auch mittlerweile falsche Erinnerungen einpflanzen. Das heißt, die können auch Sachen erzählen, die sie für wahr halten, die vielleicht doch nicht stimmen. Also da kann man nicht sicher sein. Ist das eine alte Technik? Konnten die das ging los mit MK-Ultra in den 50er Jahren. Das sind ja mittlerweile auch Akten veröffentlicht worden, also das Projekt gab es und da geht es um Mind Control. Früher waren das ziemlich heftige Methoden. Du meinst also, dass Leute von Erzählungen, dass Leute Dinge erzählen, die sie glauben, dass sie die erlebt haben und die aber gar nicht stimmen. Genau. Ja. Oder umgekehrt, dass wirklich Erinnerungen komplett gelöscht werden. Mir fällt gerade was ein und zwar habe ich vor kurzem erst gelesen, dass eine junge Wissenschaftlerin es geschafft hat, Menschen in einem Interview Dinge einzureden von schlechten Taten, die sie früher mal begangen haben und die haben dann angefangen, da ein Eigenleben draus zu entwickeln und haben sogar Dinge dazu erfunden, obwohl natürlich das gar nicht passiert ist. Das heißt also, Menschen sind manipulierbar. Natürlich, das merkt jeder. Es gibt ja offizielle Versuche, wo eine Gruppe sozusagen zusammengeführt wurde und einer war nicht eingeweiht. Und die haben dann sozusagen alle gesagt, der Himmel ist grün. Und der eine, der weiß natürlich, der Himmel ist blau. Mhm. Ja, und am Anfang hat er sich noch so ein bisschen gewehrt. Aber die meisten Menschen gehen dann über in dieses Gruppenbild und sagen dann auch, der Himmel ist grün. Okay. Es gibt nur wenige Menschen, die wirklich das Standing zu haben, hört mal zu, ihr habt ja alle einen Schatten, der Himmel ist blau. Da hat Solomon Asch in den 50er Jahren schon ein Verhaltensforscher sehr gute Experimente gemacht, Konformitätsexperimente nach Solomon Asch. Sollte man mal googeln, das ist wirklich ein spannendes Thema, wo quasi in einer Klasse nur einer nicht eingeweiht ist, die anderen waren alle quasi Teilnehmer des Versuchs. Genau. Und es ging darum, welcher Strich an der Tafel ist der längere. Und 28 Leute haben gesagt, der kurze ist der längere. Und ein großer Prozentteil der nicht eingeweihten Versuchsteilnehmer haben sich der Massenmeinung angeschlossen. Ja, also sprich Angst vor sozialer Isolation. Ist das Stichwort und so weiter. Aber jetzt habe ich gerade einen Gedanken, deswegen habe ich das auch aufgesponnen, gerade Edgar Mitchell. Einer unserer Kollegen, der Robert Fleischer, der hat den mal interviewt. Und ich habe mich hinterher dann zum Thema Apollo mit dem Robert Fleischer in die Haare gekriegt, weil Robert gesagt hat, die Erzählungen von Edgar Mitchell, von seinem Rückflug von der Erde, wie er da quasi ein Samadhi-Erlebnis hatte, also im Einklang mit dem Universum war und so weiter und so fort, das war authentisch. Der Mann war auf dem Mond, der Mann hat es erlebt. Und ich bin einer, der sagt, aufgrund der Fakten muss ich glauben, dass Apollo so nicht stimmen kann. Ich weiß es nicht, aber das ist meine Logik. Jetzt ist die Frage, hat Edgar Mitchell von etwas erzählt, was er selber erlebt hat, oder hat man ihm etwas eingepflanzt, damit er es auch wirklich glaubwürdig erzählen kann? Weil wenn er wirklich solche Mails schreibt, dass es hier Krieg der Sterne und andere Geschichten und freundliche ETs, dann war er ja auch ein Insider. Natürlich. Wie kann man das aufklären, diesen Spagat? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich könnte man die Erinnerung einpflanzen, aber es gibt auch noch eine einfachere Möglichkeit. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Breakaway Civilization, zu dieser zweiten Welt, die es da gibt. Es kann natürlich gut sein, dass er sehr wohl auf dem Mond war.
halt nicht mit Apollo. Das ist es. Ja. Ja, das ist für mich die plausiblere Erklärung, genau. Dass er uns erzählt, doch, das passt schon und da ist so und so, aber sie hatten ein anderes Gefährt. Genau. Nicht also, Apollo, diese Alukiste da. Nein, also das ist, ja, also jeder Ingenieur, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Vor allen Dingen interessant ist, und das ist wirklich spannend, dieser Van Allen Strahlungsgürtel, wo ich durch muss. Ja. Mhm. Der jetzt, wenn, das ist interessant, wenn man jetzt offiziell wird ja auch diskutiert, wir wollen auf den Mond zurück, wir wollen auf den Mars. Ja. Ist dieser Gürtel momentan ein Riesenthema? Ja. Wie kommen wir da durch? Abschirmungen machen und die sind nicht klein und nicht schwach. Heute, im Jahr 2017, ist das ein Riesenproblem. Ja. Bei Apollo war das angeblich gar kein Problem. Von Braun, der Vater der Mondrakete, hat damals ein Modell entworfen, wo er eine Kapsel entwickelt hat mit einem 1 Meter dicken Bleimantel außenrum. Genau. Das kann man natürlich schlecht in Orbit bringen, so ein Teil. Ja. Also mit unserer Raketentechnologie kommst du da nicht hin, Punkt. Aber es ist natürlich so, und da kommen wir jetzt zu diesen Whistleblowern, die aber sozusagen, es sind nicht nur Aussagen von Whistleblowern. Es kommen auch eine Reihe von Fakten dazu, dass es einfach mittlerweile irdische Raumschiffe gibt, die da locker hinfliegen können mit, nur mal sagen, unkonventionellen Antrieb. Ja, zum Beispiel ganz entscheidend ist da sicherlich Antigravitation. Mhm. Und so ein Antigravitationsfeld schirmt natürlich auch die Strahlung ab. Deswegen, damit kommst du ganz problemlos dadurch. Mhm. Ja? Genauso wie die G-Kräfte abschirmen. Also quasi 90-Grad-Winkel fliegen bei hohen Geschwindigkeiten und so. Da ein interessantes, da kommen wir gleich nochmal drauf. Da war ich sozusagen live dabei vor 3 Wochen. Bei so einer 90-Grad-Abbiegung bei 10.000 Stundenkilometer und es wurde gefilmt vom Rainer Feistle, erzähle ich gleich noch. Mhm. Aber Tatsache ist, und das ist mittlerweile auch deutlich runder geworden, das Bild, dieses geheime Weltraumprogramm der Amerikaner. Ja, wie ist das entstanden? Wie sind die einzelnen Modelle weitergelaufen? Welche Antriebe hatten die? Da gibt es einen Fachmann, der Hartmut Großer. Der hat auch Bücher darüber geschrieben, der sehr gute Insider-Kontakte hat. Der hat das Bild eigentlich mal relativ rund gemacht. Den habe ich letzten November kennenlernen können. Ein sehr bescheidener Mensch, sehr kompetent. Und das ging dann los mit dem Nachfolger für die SA-71 als Aufklärungsflugzeug, die sogenannte Aurora oder TR-2A, die auch immer noch geheim ist, obwohl die schon seit 30 Jahren rumfliegt. Aber weil sie auch, die hat schon ein völlig anderes Triebwerk als die normalen, kann viel höher fliegen, viel schneller. Und dann ging es dann weiter mit der TR-3A und dann kam die TR-3B, die ist ja relativ bekannt, das erste dreieckige Fluggerät mit Antigravitationsantrieb und noch einem anderen Antrieb, weil damals man das noch nicht richtig im Griff hatte. Mhm. Aber auch diese in den 90er Jahren. Ein Hybrid-UFO sozusagen. Genau. Die haben aber, das sind die Dinger, die in Belgien gesehen wurden, 1990. Und die TR-3B, das passt auch, die ist in den 80er Jahren, ist die sozusagen gebaut worden. Das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Mhm. Ja? Also es gibt da Nachfolge, TR-3C, TR-3D und andere. Interessant ist aber, und das fand ich wirklich spannend, es gibt tatsächlich von der NASA-Sonde Global Surveyor gibt es ein Bild, das dann auch in dem Buch ist, aber auch mit Link, man kann sich es dann selbst runterladen, die am 11. Januar 2000 eine havarierte TR-3D war es wohl auf dem Mars fotografiert hat. Ja? Man sieht ganz klar, die ist da in den Sand reingestürzt. Und laut Hartmut Großer haben sie wieder flott gekriegt. Die war später auf den Bildern auch wieder weg dann. Die hat auch 2 Triebwerksarten noch gehabt. Das eine haben sie wieder flott gekriegt, deswegen konnten sie wieder starten. Mhm. Ja, aber da sieht man auf dem offiziellen NASA-Foto, das man da runterladen kann, dass da unten eine dreieckige TR-3D liegt. Und dass das eine TR-3D ist, das ist relativ klar zu erkennen. Mhm. Ja, es gibt auch so ein Foto auf dem Mond, da ist auch mal ein havariert. Also so ganz toll waren die auch noch nicht, die stürzen auch ab und zu mal ab. Mhm. Ja, aber man findet tatsächlich auf offiziellen NASA-Fotos diese Fluggeräte, diese irdischen Fluggeräte, die abgestürzt sind. Und das beweist einfach, dass die einfach spätestens im Jahr 2000 auf dem Mars waren mit der Kiste. Ja? Und laut Hartmut Großer, je nachdem wie weit der Mars gerade weg ist, dauert das 30 Stunden momentan. Und dann bist du auf dem Mars. 30 Stunden? 30 Stunden. Moment, das muss ich mal kurz auf den Kopf überschlagen. Also die günstigste Entfernung sind 50 Millionen, je nachdem, ob in Opposition oder nicht. Mhm. 50 Millionen geteilt durch 30 Stunden, da habe ich eine ganz schöne Geschwindigkeit. Ja, drauf, wobei du immer noch weit
weg bist von jeglicher Lichtgeschwindigkeit. Ja, also innerhalb sowieso, des, aber natürlich gegenüber den Raketenantrieben ist das nicht die Raketenantriebe, klar. Das ist aber, das hast du letztes Mal so schön gesagt, das ist die Dampflok und wir reden über Düsentriebwerke jetzt. Also die Relation zu sehen. Ja. Habe ich das gesagt? Das hast du gesagt, mein letztes Interview. Bin ich zu so einem Gedanken. Genau. Ja, aber das war ein schöner Vergleich. Ja, und so etwa sieht das aus und so offizielle Technik ist die Dampflok. Aber in Wirklichkeit haben sie halt schon Überschallflugzeuge. Mhm. In diesem Rahmen bewegt sich das. Okay. Und dann ist es aber natürlich so, wenn es diese Technologie gibt und die einigermaßen sicher ist, dann ist der nächste Schritt, den ich mache, ich baue mir eine Basis auf dem Mond, ich baue mir eine Bordbasis auf dem Mars. Mhm. Ja? Wenn es so einfach ist wie eine Zugfahrt oder wie eine Autofahrt nach Malaga, dann kann ich das ja erledigen. Genau, und da kommen wir halt dann dazu und da, wenn es ein Whistleblower sagt oder wenn es zwei sagen, dann kann man immer noch sagen, ja gut, die lügen. Aber wir haben mittlerweile so 15 bis 20 Leute mindestens, die ganz klar sagen, ich war schon auf dem Mars. Mhm. Ja? Und da gibt es Leute, die machen einen riesen Bohai darum, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und es gibt Leute, die machen da gar keinen Bohai drum, die kommen einfach nur bei so einem Kongress, wo einer darüber redet und kommen dann, das hat in dem Film Packing from Mars ist das schön dargestellt, kommt dann einer auf die Bühne mit Tränen in den Augen und sagt, ja, ich war auf dem Mars, ich habe das erlebt und endlich kann ich das mal einem erzählen. Mhm. Ja? Und bei 15 oder 20 Leuten, die das sagen, wird es dann schwierig zu glauben, dass die alle lügen. Mhm. Zumal es, wie gesagt, eben diese Beweisfotos von der NASA gibt und die Technologie ist relativ klar, wie es geht. Ja. Das spielt alles zusammen. Ja. Ja. Wie weit dann dieses Modell wirklich geht, das ist eine spannende Frage. Also wie gesagt, man kann sich die Geschichte von Randy Kramer, aka Captain Case, durchlesen. Der meiner Ansicht nach so einer der glaubwürdigsten ist, weil der auch von sich aus sagt, das ist, was ich in der Erinnerung habe, was wiedergekommen ist. Ich bin mir aber bewusst, dass manches davon falsch sein kann. Das finde ich erstmal sehr authentisch. Mhm. Weil das muss man eigentlich machen, wenn man sowas erzählt, weil es Mind Control macht natürlich was mit deinem Kopf und deiner Erinnerung, das ist ganz klar. Es gibt andere wie Corey Good, die ein unglaublich großes Szenario aufspalten, die natürlich jetzt auch sagen, ich bin auch noch in Kontakt und ich bin der Botschafter von irgendwelchen Außerirdischen. Ich sage nicht, dass der lügt, aber das ist natürlich von der Glaubwürdigkeit schon etwas problematischer, weil er natürlich momentan da auch einen riesen, wie soll ich sagen, Popularität gewinnt und auftritt auch, als wäre er jetzt sozusagen der Retter der Menschheit teilweise. Also da spielt's Ego mit, das merkt da man. Da spielt's Ego mit, deswegen muss der nicht lügen. Aber deswegen, man darf natürlich nicht alles eins zu eins glauben. Aber zu sagen, die lügen alle, und es ist wie gesagt nicht nur die zwei, ich habe jetzt zwei Namen genannt, es gibt eine ganze Reihe von anderen, es gibt die eine Gruppe, die wirklich in diesen geheimen Raumschiffen unterwegs ist oder gewesen ist, und es gibt die andere Gruppe, die sagt, ich bin mit einer sogenannten Jump-Room-Technologie dorthin gekommen, die der CIA gebaut hat, das ist sehr stark in diesem Packing for Mars-Film das Thema. Also sprich Portaltechnologie wie Stargate, sodass man da reingeht und plötzlich Lichtjahre entfernt ist oder Und wobei diese Technologie, es ist interessant, wenn man sich ein bisschen einliest, also wenn ich mal in diese relativistischen Technologien reingekommen bin, also in dem dimensionsüberschreitend, dann ist sozusagen, ob ich Zeitreisen mache, Teleportation oder solche Dinge, das geht dann eins ins andere über. Mhm. Ja, der Witz ist, eigentlich sind wir mit unserer ganz offiziellen Physik da ganz nah dran. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwas wäre, was sozusagen von der normalen Physik so völlig verworfen würde, weil das gar nicht sein kann. Das ist nicht so. Die meisten Leute wissen nur leider gar nicht, wie weit die offizielle Physik schon aktuell ist. Mhm. Ja, Thema zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit. Weil es wird ja immer gesagt, was auf einer gewissen Ebene auch erstmal richtig ist, ich kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten. Das hat Einstein postuliert und das ist auch messbar, und weil die Masse einfach immer größer wird, je näher ich an die Lichtgeschwindigkeit rankomme. Und wenn ich die Lichtgeschwindigkeit erreichen will, muss ich eine unendliche Masse beschleunigen, was natürlich nicht geht. Unendliche Masse kann ich nur mit unendlicher Energie beschleunigen. Aber es gibt sozusagen Umwege. Ja? Und interessant ist, dass die ganze Zeit, auch viele glauben das, selbst Wissenschaftler sagen, nein, also es kann nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit funktionieren. Ja?
Dann gibt es aber einen Professor Zeilinger an der Universität Wien, der ganz offiziell die sogenannte Quantenverschränkung nutzt. Quantenverschränkung ist sozusagen, zwei kleinste Teilchen werden miteinander verschränkt. Und wenn ich die auseinanderbringe, entfernungsmäßig, reagieren die aber trotzdem in Echtzeit gleich. Da gibt es keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung. Also da wird die Lichtgeschwindigkeit massiv übertroffen. Also da gibt es diese Begrenze nicht. Das heißt, diese Verbindung zwischen diesen beiden Teilchen, die muss durch irgendeinen Hyperraum gehen. Ja? Und damit wird gearbeitet. Damit kann ich absolut sichere Verschlüsselungen machen. Damit kann ich theoretisch auch eine überlichtschnelle Kommunikation machen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, nicht irgendwelcher Mumpitz. Der Mann forscht da dran. Die sind da momentan dabei, die Entfernung immer weiter auszudehnen. Wie weit kann ich die Dinge auseinander bringen, ändert sich was? Bis jetzt hat sich nie was geändert, ob das viele Kilometer sind, wenige Kilometer, die reagieren immer absolut gleich. Ja. Ja? Und damit ist eigentlich auf wissenschaftlicher Ebene nachgewiesen, dass es zumindest einen Informationsfluss geben muss, der schneller als das Licht ist. Ja? Das ist eigentlich ein Durchbruch. Der Einstein hat das auch schon gekannt, diesen Effekt. Er hat das damals noch spukhafte Geisterwirkung genannt. Ja. Ja? Und Zeilinger sagt auch ganz klar, wir wissen noch nicht genau, wie es funktioniert. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Ja? Und daran sieht man, dass man da schon viel, viel weiter ist. Ja? Und deswegen, es ist natürlich ein ganz großer Schritt zwischen dem, dass man sagt, okay, wir fliegen im Sonnensystem rum. Oder wir fliegen zu anderen Sternensystemen und bringen ganze Raumschiffe über Lichtgeschwindigkeit. Das ist sicherlich nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Ja, aber also Warp wird nicht so schnell stattfinden wahrscheinlich. Also es gibt Whistleblower, aber da muss man gucken, wie viele sagen das. Die sagen, wir haben auch schon eine Warp-Technologie. Teilweise haben wir die nicht selbst entwickelt, sondern von Außerirdischen bekommen. Aber auch das ist im Endeffekt gar nicht, wenn ich im Endeffekt ist eine Warp-Technologie nichts anderes, ich mache ein Wurmloch auf und fliege eine Abkürzung durch eine andere Dimension. Okay, das ist also, die erklären das immer so, wenn ich von da nach da reisen will, dann muss ich nicht die Strecke machen, sondern ich falte den Raum und habe dann quasi nur noch diese Distanz dazwischen. So. Ja, ja. Und sowohl mathematisch, auch Physiker sagen, auch Stephen Hawking, also das funktioniert, auch Zeitreisen funktionieren. Mhm. Ja. Offiziell sind wir weit weg davon, das tun zu können. Hauptsächlich wegen der Energiemengen, die man bräuchte. Ja. Und das ist auch so, dass man, das kriegt man von diesen schwarzen Projekten relativ klar mit. Also da ist keine chemische Reaktion mehr. Und auch die Atomgeneratoren, die man am Anfang dann noch nutzen wollte, die sind da auch nicht mehr. Da hat man wirklich exotische Energiequellen. Stichwort Nullpunktenergie. Nullpunktenergie, ja. Andere auch, die uns natürlich, wenn wir die hier offiziell hätten, auch von massiven Problemen befreien würden. Ja, ist ja klar. Das ist ja auch einer der wichtigsten Gründe, warum man da so gar nichts rauslassen will, selbst für 30, 40 Jahre alte Flugzeuge offiziell nicht geben darf, weil einfach der Antrieb zu viel Impact hätte auf unsere aktuelle Welt hier. Wenn das dann nämlich in der Flugrevue stehen würde oder in anderen Fliegernmagazinen, dann würden natürlich alle sagen, Moment mal, wenn der ohne Sprit fliegen kann, wieso habe ich eine Heizung im Keller mit Öl? Exakt. Ja, das ist so, genau die Frage, die gestellt wird. Und ich gehe aber, wie gesagt, davon aus, weil auch so viel hochkommt und natürlich kann da auch Desinformation dabei sein. Da wird auch Desinformation dabei sein. Also Desinformation wird ja gerne gemacht als ein Mittel, wenn ich was so gar nicht mehr stoppen kann, dass ich selbst, da haben wir eben schon drüber geredet, Leute in den Ring werfe, die ganz tolle Sachen erzählen. Und von Desinformation ist immer auch Information drin. Ein Teil ist wirklich wahr, aber auf den Teil, auf den es mir ankommt, da lügt der Desinformant dann. Ja, sodass ich die Leute ködere mit Wahrheiten und an einer ganz bestimmten Stelle setze ich dann aber was rein, was ich haben will, was aber falsch ist. Wie heißt das? Eine Wahrheit versteckt man am besten zwischen zwei Lügen. Genau. So nach dem Motto Lady Di, Marilyn Monroe, Elvis und die Mondlandung und Bielefeld. Exakt. Wenn du das alles in einen Topf schmeißt und umrührst, dann bleibt bei den Leuten einfach nur so eine Verschwörungssoße. Genau. Und die will keiner über seinen Salat schütten. Absolut. Ja, so. Komisches Bild. Ja. Aber nee, es kommt aber hin. Und deswegen ist es natürlich, es ist ein Minenfeld, diese ganze Whistleblower-Geschichte, definitiv. Mhm. Ja. Aber wie sich in vielen vergangenen Sachen gezeigt hat, ist es eigentlich nie so. Es gibt auch Leute, die sich wirklich wichtig machen wollen und da was erfinden. Mhm. Aber teilweise kann man das auch relativ schnell dann entlarven. Ja? Und interessant ist, dass
viele von denen auch ganz klar sagen, ja, also ich, das und das habe ich erlebt und kann ich sagen, da und davon weiß ich nicht, nichts. Weil, und das kam bei den meisten raus, in diesen Geheimprojekten ist diese ganz starke Need-to-Know-Geschichte. Das heißt, jeder kriegt genau den Teil erklärt, den er wissen muss, um seinen Job machen zu können. Du hast eine Fallschirmnäherin bei Apollo, die einen Rettungsfallschirm näht, muss nicht wissen, wer da eigentlich hochfliegt und was da fliegt. Oder in dem Fall von Captain Case, der gesagt hat, ich war immer nur ganz kurz auf der Mondbasis, LOC heißt das, Lunar Operation Command, weil ich eigentlich auf dem Mars stationiert war. Ich bin dahin geflogen, aber gleich wieder weitergeflogen. Deswegen kann ich über das LOC nicht viel sagen. Ja? Aber das ist authentisch, weil genauso wird es auch offiziell, weiß man, dass man das so macht in den Geheimdiensten, in den Militär in den USA, diese Need-to-Know-Geschichte. Und so passiert das in den schwarzen Projekten ganz genauso. Und dann wird aber ein Mann glaubwürdiger, wenn er erzählt, okay, das und das weiß ich und das kann ich nicht wissen, sorry, da war ich nicht da. Mhm. Wenn einer erzählt, ich weiß alles, dann ist das erstmal unglaubwürdig. Ja? Mhm. Weil das kann er nicht wissen, wenn er irgendwo in einem Projekt war. Also wenn einer mit irgendwelchen TR-3Ds auf dem Mars fliegt, muss er nicht unbedingt wissen, was auf dem Ceres oder auf dem Saturnmonden passiert. Ja? Wo auch Sachen passieren. Mhm. Und das ist aber auch eine logische Konsequenz. Wie gesagt, wenn ich die Technologie habe, kann ich zumindest das Sonnensystem so weit erforschen und da, wo auch Sachen zu fördern sind, werde ich das machen. Mhm. Ja? Und das sagen auch Whistleblower, das ist teilweise in Firmen ausgelagert, aber auch das ist eine völlig logische Konsequenz. So rennt die Erde momentan, dass die Konzerne eigentlich diejenigen sind, die immer mehr in der Hand haben und auch da werden das Firmen machen. Von daher, das sind eigentlich völlig logische Entwicklungen. Wenn ich mal die Grundtechnologie habe, ist das andere, was die erzählen, eine relativ logische Entwicklung. Wenn ich uns jetzt so zuhöre, wir reden hier über Außerirdische und Flüge zum Mars und zum Mond und hin und her, dann bin ich so selber so innerlich so zwiegespalten zum einen, weil ich mir denke, boah, wie abgefahren, wie genial, das möchte ich auch sein. Auf der anderen Seite natürlich noch so, ha, wie ist denn das? Und gerade der Flieger in mir, weil ich habe, ich bin jetzt schon lange kein Pilot mehr, aber ich habe das genossen, diese Apparaturen zu fliegen und quasi auch die Navigation, ich will von A nach B kommen und so. Und ich stelle mir gerade vor, dass es dann eben hunderte Offiziere gibt oder Astronauten gibt, die so einen Anflug auf den Mars schon gemacht haben. Wie das dann, welchen Schalter muss ich legen, welches Funkfeuer haben die eingeschaltet? Das ist eigentlich Science Fiction in Realgröße, anfassbar fast für uns. Ja. Also wenn du dir, das finde ich auch interessant, also wenn die Leute wirklich alle das erfunden hätten und so eine blühende Fantasie haben, weil aus der Geschichte von dem Captain Case, dem Renny Kramer, da könntest du einen Blockbuster-Science-Fiction-Film machen. Die Leute würden ins Kino rennen. Ja. Was der alles erlebt haben will, und ich denke, ein Großteil davon ist wahr, aber es ist schon so, selbst wenn nur 10% davon wahr wäre. Wäre immer noch eine gute Story. Wäre unglaublich. Mhm. Ja? Und ich bin mir mittlerweile sehr sicher, weil wir eben auch die anderen, wie gesagt, es kommt immer mehr raus, auch offizielle Dokumente und Bilder und dieses, es ist mehr wie 10% davon wahr. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass 100% davon wahr ist, aber wir reden sicherlich über deutlich mehr wie 10%. Also ich glaube, da gehen wir in die richtige Richtung. Mhm. Ich würde mit dir gerne aber noch ein anderes Argument oder vielmehr ein anderes Themengebiet kurz anschneiden. Und zwar geht es darum, wie man solche Informationen wieder in ein schlechtes Licht stellt. Mhm. Und zwar Stichwort Flat-Earth-Theorie, flache-Erde-Theorie. Ja, wir haben im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen länger darüber gesprochen. Du hattest da ein paar wirklich sehr gute Gedanken, die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also sprich, auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt immer mehr Menschen, die aus der Deckung kommen und sagen, hier, hallo Mars, ich war schon oben, LOC, Lunar Operation Command und so weiter. Mhm. Und offensichtlich gibt es auch Bestrebungen der Kontrollmächte, das immer weiter vorauszubringen. Mhm. Gleichzeitig beobachten wir aber auch eine Bewegung oder vielmehr eine Desinformationskampagne, um solche Infos, Leute, die sich mit sowas beschäftigen, auch wieder zu diskreditieren, schlecht zu machen. Genau. Wie siehst du denn diese, nicht die flache Erde an sich, sondern wie siehst du dieses Meme oder dieses Konstrukt, was da so verbreitet wird? Ja, also ich habe ja im Nachgang, also ich hatte das vorher das Thema auch gar nicht so irgendwie parat, war mir gar nicht so bewusst. Aber nach unserem letzten Interview, wenn man sich dann unten die Kommentare angeschaut hat, und ich hatte eigentlich erwartet, dass dann die kritischen Kommentare eher so in die Richtung gehen, naja, auf dem Mars, das sind doch nur Steine und die Fantasie ist mit dem durchgegangen und sonst so, solche Geschichten. Das war aber gar nicht da. Die kritischen
waren alle so in der Richtung, der ist vom CIA und das ist ein Freimaurerring, das ist übrigens kein Freimaurerring, so, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ach so, stimmt, die analysieren alles. Genau, und ich müsste ja mit irgendwelchen Geheimdiensten zusammenarbeiten, weil ich ja behaupte, die Erde, also diese Mars-Geschichte ist irgendwo real. Und deswegen muss ich der falschen Seite angehören. Und dann hatte ich natürlich auch im Nachgang, bei meinen Lesern gibt es immer mal wieder welche, die da genau drauf abgehen und im Endeffekt dann mich da auch mit E-Mails sozusagen überzeugen wollten. Und dann hatte ich dann auch gezielt mal ein paar Diskussionen geführt. Und da sind mir ein paar Sachen wirklich aufgefallen. Also man darf es keinesfalls machen, zu sagen, diese Leute sind dumm. Da sind sie nicht. Das sind also teilweise diejenigen, die Theorie für plausibel halten. Genau, ja. Das geht deutlich zu kurz. Und ich habe auch wirklich von denen ich weiß, dass das wirklich intelligente Menschen sind, die erstmal auf dieser Schiene waren, die Erde ist flach. Ja. Wenn die Leute eine gewisse naturwissenschaftliche Grundbildung haben, kann man sie eventuell wieder überzeugen. Ja. Aber die sind im Endeffekt in eine Falle gelaufen. Und was mir erstmal aufgefallen ist, weil ich habe mich früher ja mit vielen Pressekampagnen und so weiter beschäftigt, wie die psychologisch aufgebaut sind, da kam vieles wieder. Das ist aufgebaut wie eine Religion. Mhm. Interessanterweise hatte ich dann parallel ein paar Diskussionen mit sehr bibeltreuen Christen und das war die Parallelen waren so offensichtlich, ja? Weil alles, was sozusagen gegen ihre flache Erde-Theorie spricht, ist automatisch, also bei den Christen ist es satanisch, bei den bibeltreuen Christen wohlgemerkt, und bei denen ist es dann halt sozusagen, ja, du bist vom Geheimdienst, oder das ist Desinformation, weil die Erde ist flach und alles andere, was dagegen spricht, ist sozusagen kein Beweis, das ist dann zur Verwirrung, das ist böse. Ja. Mhm. Und damit beschäftige ich mich vor allen Dingen auch gar nicht, weil das ist ja böse. Mhm. Da werde ich ja vom Pfad der Tugend wieder abgebracht. Und wenn du dann versuchst zu argumentieren, dann kam immer auch die Aussage, ja, schau dir doch die Videos an. Du hast dir die Videos nicht angeschaut. Dann habe ich mir Videos angeschaut. Und es gibt eine Unmenge von Videos zum Thema in Englisch, Flat Earth oder auch in Deutsch, flache Erde. Und die sind teilweise unglaublich gut gemacht. Ja, die sind erstmal extrem lang, die meisten. Also die meisten gehen weit über eine Stunde. Mhm. Und die sind psychologisch ganz hervorragend gemacht. Und da wirst du so eingesogen in das Thema. Mhm. Ja? Und wenn man da nicht ganz, wie soll ich sagen, sicher ist, dass die Erde eben eine Kugel ist, dann kommt man dann irgendwann zu dem Punkt zu sagen, ja, das muss eigentlich stimmen, was die sagen. Mhm. Ja? Viele Argumente kann man dann auch eigentlich wieder relativ schnell entkräften, aber das wollen die dann nicht mehr hören. Ja? Und dann habe ich nochmal geschaut, wann ist denn das so losgegangen? Und das ist natürlich wieder in den USA losgegangen. Interessanterweise hat Obama am Anfang seiner Präsidentschaft mal auch in einer Rede das gezielt wirklich so genannt. Da ging es dann um die Klimawandelleugner, die ja auch an die flache Erde glauben würden. Mhm. Und da Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Und man sieht bei den Videos, also da waren Meisterpsychologen am Werk, und das hat richtig Geld gekostet. Das waren nicht 3-4 Spaßvögel, die das gemacht haben. Ja. Und es gibt aber noch eine zweite Komponente bei dieser Kampagne. Und das ist mir dann ganz klar aufgefallen. Das dient zur Spaltung der alternativen Gemeinde. Mhm. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn einer daran glaubt, die Erde ist flach für sich, dann darf er das von meiner Seite aus. Ich muss ihn da jetzt nicht zurückevangelisieren. Das Problem ist aber eben, dass man mit vielen dieser, auch nicht alle, überhaupt nicht mehr diskutieren kann. In dem Moment, wo man sagt, die Erde ist eine Kugel, ist man böse. Mhm. Ja? Und das, eine Religion, einfach Gotteslästerung. Genau, ja. Genau. Und das ist dann dieses Teile und Herrsche. Und natürlich versucht man, die sind halt auch nicht völlig von gestern. Man kann nicht das so einfach einteilen. Alles in den Massenmedien ist schlecht und sozusagen von der falschen Seite und böse. Und alles in alternativen Medien ist gut und von der richtigen Seite. Mhm. Natürlich arbeiten die auch in alternativen Medien mittlerweile. Weil ganz einfach in den Massenmedien kriege ich ja einen Großteil der Bevölkerung schon gar nicht mehr, weil die Großteil der Jugend guckt kein Fernsehen mehr, liest keine Zeitung mehr. Ja? Und deswegen wird natürlich auch in den alternativen Medien versucht, da Sperrfeuer zu machen. Ja? Und deswegen bleibt es einem leider nicht erspart, wie das so schön heißt, Medienkompetenz. Also man muss sich selbst ein Bild machen, man muss die Pros und die Cons sich anschauen. Mhm.
und kommt dann zu einer eigenen Wahrheit. Aber was war denn dann die Intention von so einer These oder von so einem Konstrukt wie flache Erde, wenn es da Macher gibt mit einer Intention dahinter, was war deren Absicht? Ja, einmal natürlich zu sagen, was ja Obama dann auch wirklich so gemacht hat, war ja früher auch das Schimpfwort. Du glaubst das und das, du glaubst ja auch, die Erde ist eine Scheibe. Stimmt. Na, okay. Das ist der Spruch, der genau auf diesem Spruch wurde diese Kampagne aufgesetzt. Ja. Und das andere ist halt wirklich, die Intention ist die Spaltung. Wie gesagt, diese Menschen sind größtenteils verloren, weil die sozusagen abschalten, wenn du über andere Dinge redest, weil du bist ein Böser. Du glaubst, da die flache Erde ist ja die größte Verschwörung überhaupt, alles andere fällt da ja auch ab dagegen. Wenn sowas möglich ist, dann ist ja alles andere irrelevant. Genau. Und damit fällt natürlich dieses ganze andere, und das ist natürlich, alles, was wir hier geredet haben, ist für die Leute natürlich eigentlich Mumpitz. Weil dann heißt es ja, es gibt keine Außerirdischen und die Planeten, die sind ja auch gar nicht so weit weg und sind viel kleiner. Und alles, was wir aus dem Weltraum an Bildern kriegen, sind CGI-Grafiken, also computergenerierte Grafiken. Das Argument, dass es in den 50er Jahren die Computer noch nicht dazu gab, das lassen wir dann auch nicht gelten. Ne? Sei es drum. Wie gesagt, man kommt Argumenten da relativ wenig weit. Ja. Aber das ist, du siehst einfach an der Reaktion, dass man da erfolgreich war. Ja, und diese Leute sind teilweise wirklich verloren für die alternativen Aufklärung. Ich habe einen guten Punkt gefunden neulich gegen die flache Erde-Theorie. Und zwar, ich bin bei der Bundeswehr in der Richtfunkeinheit gewesen. Autoco Stammnetz, das war in den 90er Jahren noch die Technik der damaligen Zeit, dass man also verschiedene Richtfunkstrecken aufgebaut hat und mit denen eben drahtlose Kommunikation gemacht hat. Und ich erinnere mich daran, dass wir 26 Meter hohe Antennenköpfe hatten. Also da mussten wir die Richtfunkantennen draufpacken. Und das ist wie so ein Laserstrahl mehr oder weniger, dass quasi ein Richtfunkstrahl rausgeht. Und wenn wir nicht 26 Meter hochgefahren sind, sind wir ein paar Kilometer später schon mit dem Signal im Boden gelandet. Ja, und weil eben die Erdkrümmung da war. Und das ist auch der Grund, warum jede größere Stadt einen Funkturm mit 200 Meter hat, weil sonst könntest du die Fernsehsignale eben nicht ausstrahlen. Wenn das flach wäre, würde ein 10-Meter-Mast reichen. Ja. Aber um mal zu erklären, also ich bin keiner, der erstmal sagt, das ist Unsinn. Also ich habe natürlich mir dann auch gesagt, also ich habe bei mir so eine Wahrscheinlichkeitseinstufung, die ich auch immer in meinen Dokumenten mache, und nur wenig Sachen sind 0% wahrscheinlich, also sozusagen definitiv falsch, oder 100%, also definitiv richtig. Es ist eigentlich immer eine Graubereichsgeschichte und nie eine völlige Schwarz-Weiß-Bericht. Also habe ich mir dann auch erstmal angeschaut. Ich habe mir die Videos angeschaut und ich habe mir vor allen Dingen aber auch, weil die immer behaupten haben, man würde von Konstanz aus Bregenz sehen, am Bodensee. Das ist ja immer, wird ja immer behauptet. Und das könne ja nicht sein, was stimmt. Wobei Bregenz geht hinten auf den Berg hoch, das muss man halt auch wissen. Ich habe aber kein Bild gefunden im Internet. Da geht schon mal los. Das haben zwar alle immer behauptet, aber ein Bild davon habe ich nicht gefunden. Und dann müsste man noch wissen, wer es von wo fotografiert. Ja, wie weit war man wirklich weg. Aber wenn man allein diese 50 Kilometer, da brauche ich schon, das ist schon eine besondere Fernsicht auf Bodenhöhe im meteorologischen Sinne. Da brauche ich auch schon ganz besondere Wetterlagen, um das einfach von der Entfernung her überhaupt sehen zu können. Aber ich habe mir dann auch gesagt, gut, ich war am Bodensee, ich habe Fotos gemacht. Nicht von Konstanz nach Bregenz, aber von Friedrichshafen nach Rorschach rüber, das sind etwa 10 Kilometer. Und dann schaue ich mir doch mal an. Und dann siehst du ganz genau, dass da 5 bis 7 Meter fehlen auf der anderen Seite. Du siehst die Baumstämme nicht, du siehst, dass die Unterseite der Häuser fehlen. Also meine Fotos, die ich selbst gemacht habe, ich muss auf nirgendjemand anders vertrauen, zeigen mir genau, ja, die Erde ist gekrümmt. Das kann ich da sehr gut sehen. Ja. Dann wenn natürlich, aber so ein Argument zählt dann auch wieder nicht. Da heißt dann, ja, die Linsenoptik würde das verursachen und oder nur die Perspektive wäre daran schuld. Also wirklich teilweise naturwissenschaftlich völlig hanebüchene Sachen, die dann da erzählt werden, nur um das Narrativ der flachen Erde zu behalten. Ne. Aber ich habe wirklich für mich geguckt, ich will das jetzt wissen. Was ist auf meinen Bodenseefotos? Okay, und das ist aber ein Vorgehen, was ich auch jedem eigentlich rate. Ja? Versuche für dich selbst Beweise zu finden für die eine oder andere Richtung, aber valide. Also glaub nicht irgendwas. Und ich sage ja auch immer meinen Lesern, ich möchte eigentlich nicht, dass man mir unbesehen alles glaubt. Ich mache zwar nach bestem Wissen und Gewissen die Dinge, ja, und lasse die Leser ja meistens auch mal teilhaben daran, wie ich auf was komme, aber im Endeffekt jetzt auch bei den Marsbildern. Ich möchte, dass die Leute sich das selbst von der NASA runterladen und sich selbst das Bild anschauen. Und dann ist das eine ganz andere Erfahrung,
als wenn das irgendwo einer schreibt, dass das so ist. Mhm. Ja, aber dann sehe ich erstmal, das kommt von der NASA. Dann kann man natürlich immer noch darüber diskutieren, ob die NASA das gemacht hat oder nicht. Aber zumindest ist mir dann mal klar und dann sehe ich auch selbst auf dem NASA-Bild das Artefakt und wie es aussieht, unbearbeitet und erkenne dann schon, das ist kein Stein. Ja. Aber das muss ich halt tun. Das ist Arbeit, das kostet Zeit und viele sind natürlich auch ein bisschen bequem dazu. Mhm. Ja, aber das bringt einen dann von dem Erkenntnisstand viel weiter, als irgendwelchen Leuten nur zu glauben. Mhm. Ja. Real Madrid gucken ist einfacher. Ja, ganz klar. Mhm. Aber um mal kurz da vielleicht noch was einzuführen. Ich hatte ja vorhin über diesen Flug berichtet eines UFOs. Weil ich hatte im Juli hatten wir in unserem Bhakti-Maga-Zentrum in Springen, ein Just Love Festival. Und da hatte ich den Michael Müller eingeladen. Den Michael Müller kennt momentan kaum jemand. Der ist auch sehr bescheiden, sehr nett. Der wird jetzt ein bisschen anfangen, vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Ist ein guter Freund von Rainer Feißle, der war auch da. Der Rainer Feißle ist ja nicht unbekannt. Und die waren da und der Michael Müller hat eine Fähigkeit. Der Michael Müller hat eine telepathische Verbindung zur Außerirdischen. Das kann man jetzt erstmal glauben oder nicht, aber er hat sehr gute Argumente, warum das stimmen muss, weil er kriegt nämlich einen telepathischen Impuls, wann er wo, wie fotografieren oder filmen muss. Und dann ist da ein UFO drauf. Ja? Er hat selbst sensationelle Fotos und Filme schon gemacht im Laufe der Jahre. Die habe ich gesehen, aber bei diesem Festival habe ich selbst erlebt. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Okay, ja. Er sitzt da bei mir und sagt, du, ich habe jetzt einen Impuls, ich muss fotografieren gehen. Er ist vorgegangen, hat ein Foto gemacht von unserem Eingangsportal und da war er selbst überrascht. Er macht immer mehrere Fotos, hat es mit bloßem Auge nicht gesehen, wahrscheinlich wegen der affenartigen Geschwindigkeit. Ist dick und fett eine Flugscheibe, etwas unscharf aufgrund der Geschwindigkeit und der Technologie, fliegt da vorbei. Aber das war nicht nur ein Foto. Wir haben mindestens drei Filme, wir haben glaub, 7 oder 8 Fotos von unterschiedlichsten UFOs. Und eins davon habe ich selbst gemacht. Da war ich dann ganz platt. Also der Rainer Feißle hat dann auch mal so ein bisschen gefilmt. Da habe ich gedacht, wenn der da jetzt filmt, dann mache ich mit meinem Smartphone auch mal ein Foto. Ja? Dann mache ich ein Foto und da ist klein, aber sehr scharf. Es gibt, die sind auch häufig schon beobachtet worden, das sind Sonden, das sind so kleine kugelförmige Objekte, mhm. die einfach zu klein sind, dass sie bemannt sind, aber lautlos am Himmel stehen. Die war halt getarnt. Und das ist schon beeindruckend. Du machst ein Foto von was und siehst, da ist das Ding und du guckst hin und es ist nicht zu sehen. Ja? Und es hat dann noch ein anderer das Foto auch gemacht. Der war so ein Stückchen weggeflogen, es war nicht nur ein Ballon. Also das war definitiv eine derartige Sonde. Allerdings getarnt, wenn sie nicht getarnt gewesen wäre, hätten sie hunderte von Menschen gesehen, also sogar tausend, die da wären. Das war natürlich nicht gewollt. Mhm. Und dann haben wir da aber auch Filme gemacht. Und der Rainer Feißle hat eben diesen einen wirklich spannenden Film gemacht. Das ist ein zigarrenförmiges UFO. Ich habe das, siehst du auch, das ist metallisch, also das ist völlig ausgeschlossen, Vogel oder Insekt. Ich habe da auch einen Vogel auf dem Film, das habe ich alles in meinem neuen Buch, sind die Bilder auch alle drin. Wo du schon Unterschied siehst, wenn ein Vogel vorbeifliegt, sehr nahe, um diese relative Geschwindigkeit zu erreichen. Weil auf diesem Film siehst du, dass im Bruchteil einer Sekunde das Ding über den Himmel schießt. Das kannst du auf dem normalen Film mit normaler Geschwindigkeit fast nicht erkennen. Da muss man schon genau hinschauen. Mhm. Wenn man dann Slow-Mo macht, dann sieht man das, wie das dann fliegt auf den Einzelbildern. Ja? Und dann siehst du aber eben auch, dass er am Schluss eben wirklich eine 90-Grad-Abbiegung macht. Ja? Und das auf dem Film festgehalten war noch nicht so häufig. Das ist schon ziemlich sensationell. Aber das ist genau die Wirkungsweise, was auch Insider sagen, von diesen Antigravitationsantrieben. Mhm. Am Anfang von der TR-3B war es sogar so, dass man die nur so steuern konnte mit 90-Grad-Abbiegung. Was anderes ging noch nicht, weil man die Technik noch nicht so richtig im Griff hatte. Ja? Und da ist es auf dem Film drauf. Und ich war dabei, als das gefilmt wurde, also deswegen, ich kenne die Quelle. Und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn du da live dabei bist und das siehst und selbst erlebst. Mhm. Ja? Und das sind nicht zwingend alles außerirdische UFOs, das sind nicht zwingend alles irdische UFOs, es waren kein Dreieckige dabei. Also von daher, das ist schwer zu sagen, das ist Spekulation, wer das ist. Tatsache ist, dieses Festival hat offensichtlich Aufmerksamkeit erregt, deswegen waren so viele da, weil normalerweise ist nicht so viel Verkehr in Deutschland UFO-mäßig gesehen. Ja? Es gibt aber Brennpunkte und weil der Witz ist, du kannst den Himmel einfach fotografieren, da ist nichts drauf, weil du musst einfach wissen, wann. Mhm. Ja, sonst klappt das nicht, weil so viel ist dann auch wieder nicht los. Ich habe
viele Fotos gemacht in meinem Leben, da war nie ein UFO drauf. Außer im letzten Sommer, da hatte ich dann auch zufällig eins, da bin ich wohl auch irgendwie geführt worden. Aber sei es drum, aber normalerweise hast du nichts drauf. Und das macht den Michael Müller natürlich sehr glaubwürdig, weil er kann, man sieht einfach die Ergebnisse. Mhm, ja, und die sind schon sehr beeindruckend. Ich bin jetzt bei diesem Gedanken auch wirklich so, ich gehe da Feuer und Flamme, in Feuer und Flamme auf, wenn ich höre, dass es da eine höhere Zivilisation gibt, wahrscheinlich auch aus dem Gedanken heraus, dass sie uns vielleicht doch helfen können, diesen Schlamassel hier endlich aufzuräumen. Es gibt genügend Kinder, die heute nicht hungrig ins Bett gehen, sondern sterben vor Hunger. Ja. Weil, und das ist etwas, was ich ändern möchte. Und wenn wir Menschen es nicht von alleine schaffen, dann wäre es doch toll, wenn wir vielleicht so wie so kleine Schulbuben so ein bisschen eine Führung kriegen. Deswegen habe ich bei dem Thema innerlich eine große, wie soll ich sagen, eine große Hoffnung auch und so. Ja? Wenn du jetzt die ganzen Informationen, die du hast, die du mit deinen Freunden und Kollegen und Gleichgesinnten austauscht oder so, hast du denn die Hoffnung, dass da in der nahen Zukunft endlich der Schalter umgelegt wird, seitens der Dienste, seitens der Behörden, seitens der Mächtigen auf dieser Welt oder seitens derjenigen, die da sind auf anderen Ebenen? Was ist deine Wahrnehmung in Zahlen ausgedrückt, in Jahreszahlen vielleicht? So ja, irgendwie? Das ist natürlich ganz schwer, aber es gibt also zwei Dinge. Also einmal muss ich dir erstmal leider ein bisschen deine Hoffnung dahingehend rauben, dass man sozusagen alles für uns macht, also sprich, dass man uns rettet und dass man sozusagen uns dann die neue schöne Welt zeigt und wir da einfach noch reingehen müssen. Es gibt eine Reihe von Leuten, die das propagieren, sei es, dass es Außerirdische sind, die uns dann retten, aber das ist sehr gefährlich. Mhm. Und alles, was ich auch von sehr guten Quellen weiß, wird das so nicht passieren. Weil dann hätten wir ja die Prüfung nicht bestanden. Das wäre ja wie ein Spickzettel in der Schule. Exakt. Ja. Uns wird geholfen. Mhm. Und wenn wir mal den Schritt gemacht haben, uns zu ändern, dann wird uns auch ganz massiv geholfen werden, um einfach den Laden wieder zum Laufen zu kriegen, muss man so zu sagen. Ja? Aber diesen Schritt müssen wir selbst machen. Ja? Das heißt, wir als Menschen müssen einen kollektiven Sprung machen im Bewusstsein, in der Wahrnehmung, was eigentlich um uns herum passiert. Exakt. Ja. Ja, also das müssen wir selbst machen und das ist mir aber auch völlig logisch, dass ich mit dem Kind das leider auf die heiße Herdplatte mal fassen muss und dann weiß es, dass es da nicht mehr drauf fassen muss. Wenn es ihm immer nur gesagt wird, ist es vielleicht brav und macht es, aber viele machen es dann doch mal. Ja? Und so ist das mit der Menschheit auch. Also verschiedene Sachen müssen wir selbst erleben, selbst uns erarbeiten, erkennen und dann ist es auch wirklich für lange Zeit wirksam. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner herkäme, was ja auch manche propagieren, und jetzt die böse Kabale verhaften würden, die im Hintergrund wirkt und alle kriegen die Schulden erlassen und noch so und so viel Geld dazu und dann ist die Welt wieder schön, ein paar neue Gesetze und so weiter, dann ist das nicht nachhaltig. Dann haben wir nach spätestens 20 bis 50 Jahren eine neue Kabale, wenn sich der Mindshift der Menschheit nicht passiert. Ja. Dann sind die Alten halt weg, dann wird es neue geben. Ja? Und deswegen, das ist auch völlig logisch, psychologisch gesehen, wir müssen das schon selbst erleben und machen und dann ist es nachhaltig. Aber es gab die ganze Zeit, das sagen die Whistleblower, es gibt zig Bücher darüber, also es gibt ja unsere Hintergrundeliten, aber hinter diesen Hintergrundeliten stehen auch andere Wesen. Das müssen nicht immer klassisch Außerirdische sein, teilweise schon, aber viele Außerirdische sind sozusagen auch nicht nur einen dreidimensionalen Weg unterwegs. Mehrdimensional. Das ist übrigens, was man in den alten FBI-Papieren schon lesen kann. Ja? Sodass das verschwimmt. Früher waren das Dämonen, heute sind das Drakos oder Mantiden. Ja, interessante Informationen kommt auch. Mantiden sitzen wohl im Vatikan unten drin. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist auch eigentlich nicht so wichtig, wer da wie was macht. Das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, und jetzt kommen wir auf deine Jahresgeschichten, deine Jahresfrage zurück. Ich habe das selbst, das würde jetzt zu weit führen, aber auf sehr ungewöhnliche Weise unmittelbar erfahren. Ich habe dann aber später von zig anderen Leuten genau dasselbe gehört, die auch die sehr gute Fähigkeiten haben. 2017 ist das Jahr der Entscheidung. Also 2017 ist das Wendejahr. Das heißt nicht, dass wir das dieses Jahr schon merken müssen. Aber 2017 ist das Jahr, wo die Sache sich umkehrt. Ja? Auf vielerlei Ebenen, auf vielerlei Art und Weise. Vielleicht passiert auch noch einiges dieses Jahr in dieser Hinsicht. Aber die nächsten Jahre ist der neue Weg da.
Und wie der aussehen wird, das ist dieses Jahr meiner Ansicht nach entschieden worden. Das heißt, es gibt ja verschiedene Varianten, wie wir zu unserer neuen Welt kommen. Dass wir zu einer neuen, besseren Welt kommen werden, das ist meiner Ansicht nach sicher. Mhm, ja. Der Weg dahin, da war die ganze Zeit noch offen, da kann man Prophezeiungen lesen. Das ist der Worst Case, also da geht es ja richtig rund in den alten Prophezeiungen. Die Propheten hatten auch nicht Unrecht. Die haben eine Zeitlinie gesehen, die halt so läuft, wenn wir gar nichts auf die Reihe kriegen. Ich bin aber mittlerweile optimistisch, ein paar Sachen haben wir schon auf die Reihe gekriegt, deswegen wird es auch nicht mehr vielleicht ganz so schlimm, wie es in den alten Prophezeiungen ist. Aber wir haben es auch nicht so gut auf die Reihe gekriegt, dass das jetzt sozusagen ohne irgendwas, was theoretisch möglich gewesen wäre, wir in eine neue Welt gehen würden. Dazu sind wir einfach noch zu sehr in den alten Mustern, Ego, Macht, Geld und so weiter verhaftet. Da muss eine gewisse Anzahl von Menschen raus und dann dreht sich der Rest der Menschheit auch. Ja? Und das ist aber das, wo wir jetzt rausgehen werden, ich sage mal, in den nächsten etwa 10 Jahren. Okay. Ja? Ja. Und das wird natürlich ordentlich rumpeln. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Bei jedem Einzelnen, aber auch gesellschaftlich. Ja. Genau. Mhm. Das System, wie es momentan geht, ist genau auf dem aufgebaut. Und das muss natürlich fallen, wenn was Neues kommen muss. Und wenn das System fallen wird, allein unser Finanzsystem, ist Chaos, ist doch völlig klar. Mhm. Nicht? Aber das sind Geburtswehen. Ja, und da muss man natürlich dann fragen, warum passiert das? Das geht jetzt alles zu weit gehen. Aber dann wird das, wenn man mal den tieferen Grund versteht oder einfach nur weiß, es geht darum, dass die Menschheit einen Schritt weiter geht. Weil dieser Schritt weiter ist jetzt einfach vorgesehen. Der muss auch sein. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir wieder das Mars-Szenario. Mhm. Dann hätten wir irgendwann in den nächsten 20 Jahren mit einer auf den Knopf drücken und dann wäre es passiert. Wumms. Ja. Wumms, ja. Mhm. Es kann sogar gut sein, dass schon mal der ein oder andere auf den Knopf gedrückt hat. Da greifen dann wieder unter Umständen hilfreiche Hände ein. Das hat ja der Robert Fleischer so schön auch anhand von offiziellen Filmen gezeigt. Also in den 50er Jahren haben ja ganze Raketen, Atomraketenbasen, sowohl in den USA als auch in der Sowjetunion, wurden komplett lahmgelegt, weil ein UFO drüber war. Ja. Verhältnismäßig oft Sichtungen über diesen Anlagen. Genau. Dirk Pohlmann hat in dem Interview mit Robert gesagt, das ist ungefähr so, wie wenn die Kinder die Streichhölzer entdecken, dass verantwortungsvolle Eltern kommen und denen die Streichhölzer wegnehmen. Also sprich, Raumschiffe kommen, die Raketen abschalten. Genau. So. Ja. Und da kann ich halt auch, da haben wir eine besondere Quelle, ich bin ganz sicher, es gibt wenige Sachen, wo ich so sicher bin, also ein großer Atomkrieg wird nicht zugelassen werden. Das ist genau der Satz, den ich hören wollte. Das ist genau alles andere schön, ist für mich. Aber nein, das ist nicht mehr möglich, auch wenn es welche wirklich wollen. Aber die haben nicht mehr die Möglichkeit dazu. Was nicht heißen kann, dass die eine oder andere Atombombe noch da und dort explodiert auf dieser Welt. Ja, ja. Weil wenn wir das brauchen, um das zu verstehen, dass das Mist ist, dann wird es passieren. Ich meine, wir haben es ja schon zweimal gehabt, Nagasaki, Hiroshima und 2000 andere Explosionen zu testen. Das hätte man eigentlich jetzt mittlerweile wissen müssen. Ja. Müsste man eigentlich wissen. Es gibt immer einige, die es immer noch nicht verstanden haben. Ich hoffe mal, dass es gar nicht mehr nötig ist. Aber man kann es auch nicht ausschließen, aber einen wirklich weltweiten Atomkrieg, wo danach wirklich nichts mehr da ist, den wird es so nicht geben. Der wird nicht zugelassen werden, weil das ist auch die ganz klare Aussage. Eine Atomexplosion hat noch ganz andere Auswirkungen als die wir kennen. Auch in anderen Dimensionen. Interdimensional und so weiter. Spricht ja auch dafür, dass mit Beginn des Atomzeitalters in den 40er Jahren die Sichtungen für UFOs erst richtig angefangen haben. Exakt. Ja, das geht in diese Richtung. Ja. Ja. Und dann ist noch was anderes, was wichtig ist, wenn man natürlich jetzt auch hört, dass hier viele Außerirdische auf der Erde sind, unter uns laufen, die man teilweise nicht erkennt. Das habe ich aus erster Hand von mehreren übrigens. Das ist so, ja. Aber es ist auch nicht so wie bei dem Film Sie leben, dass jetzt hier in den Supermarkt geht, so viel sind es auch nicht. Also es ist schon, so häufig sind die auch nicht. Ja. Aber sie sind da und die haben natürlich häufig unglaubliche technische Fähigkeiten. Und was natürlich immer dazu führt, dass man sich sehr klein und unbedeutend fühlt als Mensch. Mhm. Ja. Das ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil, wir haben sogar wohl Fähigkeiten, die meisten nicht haben. Deswegen sind die auch alle hier. Zum Beispiel? Also es wird viele haben keinen Emotionalkörper, aber wir haben, und das habe ich jetzt von jemandem, der es wirklich wissen muss, wir sind wohl die Einzigen, die wirklich mit Gott direkt interagieren können. Und das können alle anderen nicht. Und deswegen, die Menschheit ist eine sehr, sehr spezielle sozusagen
Spezies, wobei Menschheit deutlich größer ist als nur die, die wir jetzt hier sehen, ja. Die letzten 5000 Jahre auf der Erde. Das geht schon deutlich länger und weiter. Und deswegen, wir haben keinen Grund, uns wirklich klein zu fühlen. Das Problem ist nur, wir wurden wahrscheinlich seit tausenden Jahren klein gehalten. Mhm. Ja? Und wir müssen lernen, aber das kriegen wir dann auch erst, wenn wir damit verantwortlich umgehen können, unsere Fähigkeiten zurück, wenn wir natürlich auch den richtigen Weg gehen. Ja? Mhm. Aber was möglich ist, habe ich selbst schon erleben können bei hohen spirituellen Meistern, und das ist wirklich unglaublich. Der Witz ist aber, auch das ist eigentlich naturwissenschaftlich erklärbar. Also da ist die Quantenphysik oder auch ein Dr. Volkammer schon sehr nah dran, wie das eigentlich funktioniert, wie ich was aus der Luft materialisieren kann. Das ist kein Hokuspokus, das kann man erklären. Mhm. Ja, soll natürlich nicht sein, ist ganz klar. Aber das ist die wichtige Aussage, dass wir sozusagen uns nicht verstecken müssen. Wir müssen natürlich spirituell, geistig deutlich wachsen jetzt, mal aus unserer alten Mühle, eben Macht, Geld, Ego rausgehen, ja? Aber dann haben wir unglaubliche Möglichkeiten. Nicht? Und das ist auch der Grund, warum so viele hier sind. Ja? Ganz wichtig. Und was natürlich passieren kann, das mag ein Grund sein, weil ich bin auch etwas erstaunt, dass ich dieses Thema jetzt so durch die Gegend tragen soll. Das ist aber nicht zufällig passiert. Ich weiß noch nicht genau den Grund, warum, aber es muss einen Grund haben, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist natürlich die Gefahr, dass sozusagen die Eliten im Hintergrund einen letzten Versuch machen, ihre neue Weltordnung hinzukriegen, und das mit einer außerirdischen, entweder Bedrohung oder Hilfe. Mhm. Außerirdische Bedrohung ist das, was wir in zig Science-Fiction-Filmen immer wieder vorgeführt bekommen haben, was auch ein Werner von Braun kurz vor seinem Tod seiner Assistentin Carol Rosin ja gesagt hat, was sie alles stattlich versichert hat mehrfach, dass er gesagt hat, das ist der letzte Trumpf, eine außerirdische Bedrohung, wenn also gar nichts mehr hilft. Und er hat in den 70er Jahren kurz vor seinem Tod schon von den Terroristen gesprochen, die kommen werden und so weiter. Ne? Und dann kommt die außerirdische Bedrohung. Ja? Ein Ronald Reagan hatte damals ja auch immer mal so in Reden mal in diese Richtung geredet, wo er dann auch zu dem SDI-Programm sozusagen sich geäußert hat. An Alien Threat. Genau, offiziell waren das natürlich die Russen, die Interkontinentalraketen. Aber Tatsache ist, und das hat auch der Hartmut Großer so schön gesagt, man kann das auf Google sehen. Es gibt auf Google Earth gibt es ja auch die Weltraumfotos, wo man den Sternenhimmel sehen kann. Und dann sieht man auch, wenn man entsprechend reinzoomt, weil das ist eine gute Auflösung, ist teilweise Satelliten. Und dann gibt es Überwachungssatelliten mit riesen sozusagen Schüsseln. Ja? Die sind aber nicht auf die Erde gerichtet, die sind in die andere Richtung gerichtet. Ja, und interessant ist wirklich ein Film, genau der dieses Thema brachte, Independence Day und vor allen Dingen der Nachfolger jetzt, die Rückkehr. Ja. Und da ist es wirklich so, wenn man sich da anschaut, wie sie da also der spielt ja auch 20 Jahre nach dem Originalfilm, also sozusagen auch wieder in der Jetztzeit, und in dem Film hat man natürlich die Alien-Technologie genommen und angewendet und ist natürlich viel weiter als wir heute offiziell. Aber wenn du dir das anschaust, siehst du eigentlich ziemlich genau das, was wir heute können. Sogar diese runden Antigravitationseinheiten, die in der TR3B drin sind, die ist in den Filmen sind die ständig überall zu sehen, wenn die genutzt. Mhm. Ja, und auch dieses Verteidigungssystem und alles. Da hat man uns wieder sehr viel Wahrheit erzählt. Ja, aber natürlich auch vielleicht mit dem Hintergedanken, uns darauf vorzubereiten, dass sowas wirklich passiert. Ja. Das alternative Szenario wäre natürlich das Szenario, was aus der Serie V die Außerirdischen kommen, käme. Dass sozusagen irgendwelche Außerirdischen landen und die ganz toll sind und uns erzählen, was wir alles machen müssen. Und in beiden Fällen würde es in eine Weltregierung und wir müssen uns einigen und so weiter hinauslaufen. Aber Sklaven dann eigentlich doch wieder. Genau. Ja. Wobei, wenn ich es machen würde, würde ich es genauso tun. Also ich würde einen außerirdischen Angriff mir besorgen. Ich bin mir relativ sicher, das sagen auch viele Whistleblower, das geht so nicht. Es kann uns hier niemand angreifen. Da gibt es Kräfte, die uns schützen. Mhm. Aber alles, was wir von selbst aus machen, das ist erlaubt. Okay, ja? Okay. Und man könnte heute mit der geheimen Technologie uns auch locker so einen Angriff vorspielen. Da muss nicht ein Außerirdischer dabei sein. Ja.
Aber so würde ich es machen, wenn ich die Menschheit ein will. Wenn ich sagen will, okay, vergesst mal eure Differenzen, wie das der Regen damals so schön gesagt hat. Ihr müsst zu einer Weltgemeinschaft werden. Und da muss es eine Weltregierung geben, ganz klar. Und auch eine Weltwährung und eine Weltreligion, völlig klar. Dann seid ihr einig und dann könnt ihr der äußeren Bedrohung widerstehen. Würde ich so machen, wenn ich es machen müsste als Hintergrundelite. Ja. Ist eine Möglichkeit. Ob das zugelassen wird, ob das noch passiert, ist eine ganz andere Frage. Ich muss dich an dem Punkt jetzt mal ein bisschen einfangen. Ja. Wir haben jetzt so viele verschiedene Themen aufgemacht und ich könnte da stundenlang drüber reden. Das ist genau mein Thema. Mhm. Ich fasse jetzt mal einfach mal so zusammen, dass wir quasi wohl einen Teil unserer Gesellschaft weggebrochen haben, in Anführungszeichen, also Teile von unserer Gesellschaft doch schon mit Technologien und Möglichkeiten in Kontakt sind, die jenseits unserer Vorstellung sind. Mhm. Mondbasis Alpha 1 war eine Serie in den 70er Jahren. Genau, ja. Das war wahrscheinlich damals schon ein Fakt und jetzt sind wir auf dem Mars und so weiter. Also dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass wir Technologien haben, die uns in eine ganz andere Richtung bringen könnten. Mhm. Und wenn ich das so richtig aufnehme, dass es da auch Kräfte gibt, die uns wohl wohlgesonnen sind. Absolut. Auf dieser Welt, dass das Ding nicht komplett gegen die Wand fährt. Und das ist das, was mich innerlich also wirklich gerade ein bisschen auch beruhigt. Ich habe es eigentlich schon immer gehofft, aber wenn ich es aus deinem Munde höre, gibt es mir noch ein bisschen mehr Zuversicht. Die ganz große Katastrophe wird wahrscheinlich nicht kommen, aber wenn wir uns nicht anstrengen, wenn wir uns nicht wirklich auf den Hosenboden sitzen und sagen, wir machen jetzt unsere Hausaufgaben, wird es wahrscheinlich trotzdem sehr kompliziert werden. Absolut. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da sind wir uns einig. Absolut einig. Ja, absolut, ja. Wir müssen das selbst machen, das ist leider so. Und ja, es hängt auch sehr viel an uns wirklich. Ja. Wir tun unser Bestes dafür. Peter, vielen Dank für die Ausführungen. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und ich sage alles Gute für dich und toi, toi, toi. Ja, danke, Robert. Danke. Gleichfalls. Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit Steinzeit, mit neuen spannenden Themen. Ich bin gerade ein bisschen so verwirrt von all diesen Informationen, muss es erstmal einsortieren. Ihr könnt es ja auch machen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.